Die Weltnaturschutzunion IUCN hat das Fischstäbchen auf die rote Liste der gefährdeten Arten gesetzt. Vor allem das atlantische Fischstäbchen Panados atlanticus, das sich durch seine rötlichen Schuppen und die längliche Form von seinen Artgenossen abhebt, ist mittlerweile wegen massiver Überfischung vom Aussterben bedroht. Der gewaltige Hunger der Industrieländer nach den fischigen Proteinlieferanten sorgt dafür, dass die Fangflotten immer weiter aufs offene Meer fahren, wo die scheuen Tiere ihre Brutplätze haben. Inzwischen wollen europäische Aquazoos einen weiteren Rückgang der Populationszahlen mit einem großen Zucht- und Auswilderungsprogramm verhindern. Noch in diesem Jahr sollen die ersten 5x15 Fischstäbchen vor der Nordseeküste in die Freiheit entlassen werden.